Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, mit einer neuen Gameplay-Review. Und wie ihr seht, Zoe Coden 3, das ist ein PlayStation 2-Spiel, was ich auf der PlayStation 3 spiele, weil da ist in den Store eine, ja, hoppala, ein Update gekommen, dass man, also die PS3-Version, sagen wir mal so, aber also die PS2-Version für die PS3, so, ist von Konami. Ich habe eben schon mal versucht aufzunehmen. Start. So, jetzt hier habe ich eben auch schon gesagt, dass hier unten ein paar Schriftzeichen gut wären oder ein paar Hinweise. Was hier welche Taste ist, wenn man jetzt zurück will und so. Weil man aus Versehen einen falschen Buchstaben gemacht hat. Weil ich bin vorhin eben nicht weitergekommen. Ich konnte das machen. Und dann yes. Und dann war bei mir hier gleich Ende, weil hier will er eine Memory-Karte. Zack. Memory-Card Slot 1. So. Und das hat er eben nicht im... Ist der doof? Ich habe doch eine Memory-Karte erstellt. Memory-Card 8 vor PS2. Not Zoe Coden-Daten. Da sind doch gar keine Zoe-Codendaten da. Sieht aber doch gar nicht. Also, muss ich mal wieder feststellen. Also, so schlecht sah die PlayStation 2-Grafik gar nicht aus. Mit den heutigen, mit PlayStation 4 natürlich verglichen, ist es natürlich unterirdisch, aber wir haben es damals trotzdem gespielt und uns hat es Spaß gemacht. Gab ja auch nichts Besseres. Doch, so schlecht sieht es nicht aus. Ich weiß auch gar nicht, ob ich Zoe Coden 1 und 2 oder 3 vielleicht so gespielt habe auf der PlayStation 2, weil ich habe PlayStation 2 ganz schön gesuchtet. Aber auch leider viel vergessen, weil von PS3, Wii und PlayStation 4 ja schon viel nachkam. Und es ist schon Jahre her bei mir. Und ich habe gedacht, wir machen jetzt so eine Stunde vielleicht oder ich weiß jetzt noch nicht wie lange. Ich muss aber zwischendurch selber einen Cut machen. Also ich kann das nicht durchgehend aufnehmen, weil ich kann es nicht schneiden, weil ich nehme jetzt in M2TS-Format auf und da habe ich dann Probleme. Das kann ich nicht cutten mit meinem Cut-Programm. Also muss ich das so. Aber ich kann wenigstens wieder aufnehmen. Also das ist ja schon mal was. Oh Scheiße, und alle in Englisch. Und ich kann kein Englisch. Wenn ihr komische Geräusche gerade hört, das ist mein Kater. Ihr habt nämlich vorhin Lasagne und ich habe ihm die Aluschale gegeben und versucht er jetzt den letzten Rest noch rauszukriegen. Die Ente ist ja cool. Ich kann auch kein Englisch. Das habe ich an den Spielen damals immer gehasst. Da gab es kaum welche, die mal in Deutsch waren. Ja, der Greif ist auch cool. Ob ich auf dem auch fliegen kann? Hey, kenne ich. Das sage ich selber auch. Aber mit zwei.
Ja, bei japanischen Spielen ist immer mit viel mit dir Quatsche und viel Untertitel und. Also darauf müsst ihr euch gefasst machen, wenn ihr ein japanisches Spiel spielt. Das ist immer so. So. Und er hat gespeichert. Und immer ein Lächeln auf ihr Gesicht. Das ist wieder typische Manga-Style mit den großen Augen. Was ich sehr geil finde. Ich bin ja Anime- und Manga-Fan. Das ist logisch. Dass ich das da gut finde. Vielleicht nehme ich auch nur eine Dreiviertelstunde auf oder eine halbe Stunde. Wir sind noch nicht. Mensch, sorry, ich muss mal meine E-Zigarette greifen. Entschuldigung, wenn ich mich auch ein bisschen doof gerade anhöre, aber meine Nase ist komplett zu. Hugo ist Level 12, Level 15, 11. Ich will mal die komische. Nee. Doch, ja, doch. Muss mich jetzt mal dran gewöhnen. Ich lauf hier mit Steuerkreuz. Bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Ach, mit R2 renn ich. Okay. Aha, okay. Das ist das Menü. Aha, okay. Da kann ich den aufwerten. Ach, falsche Taste. Ja. Okay, das. Ah, da ist der Team. Ah, da kann ich den Sound vom Spiel auswählen. Gut, dann machen wir mal Effekte. Machen wir so. Und die Musik machen wir so. Machen wir so, dass es kein Content gibt. Fast. X plus. Ist wann? Okay. X sage ich schon. Dreieck, Mensch. Ach, ich muss... Ich bin jetzt ja nicht mehr gewöhnt. Ich komme immer automatisch auf den
Ich will immer automatisch mit den Analog-Sticks machen, weil man das ja seit der PS3 so gewöhnt ist, oder zum Ende der PS2 war es ja schon so, dass die meisten Spieler halt mit den Analog-Sticks gespielt wurden. Und hier ist es jetzt wieder so, wie es früher war, mit Steuerkreuz, und ja, da kommt man sehr schnell raus. Okay, ist nichts zum Quatschen. Eine Katze habe ich gesehen. Ist auch nichts. So, ist auch nichts. Ist auch nichts. Ja, ist hier was? Auch nicht. Da sind die Viecher. Ich weiß ja nicht, wo ich hin soll. Ah, hier ist noch eine Tür. Gucken, ob ich da rankomme. Nee, natürlich nicht. Doch, komme ich ran. Ah, schon wieder, ey. Ah, schon wieder, ey. Ah, hier ist der Dorfälteste, glaube ich, oder? Ist das der Dorfälteste? Der sitzt dort auf dem Thron. Und ihr sagt aber immer das Gleiche. Achso. Oh, ey, komm, ey. Komm immer automatisch auf den Analogstick und will mit einem Analogstick rumlaufen. Also jetzt habe ich es langsam drin. Was haben wir denn hier noch? Gucken wir uns mal ein bisschen um. Also ich finde die Grafik gar nicht mal so schlecht. Also wenn man überlegt, PlayStation 2. Oh, so schlecht war das schon gar nicht. So, jetzt mal gucken, was passiert. Ich renne jetzt hier einfach mal lang. Kann ich die Kamera irgendwie ändern? Nee, kann ich natürlich nicht. Ja, die Beine, das sieht alles so ein bisschen... Aber ey, Leute, das war halt zu PS2-Zeiten so. Ist ja auch nicht schlimm, würde ich mal so sagen. Aha. Achso, muss ich jetzt da? So, jetzt da ist das Dorf, da war ich. Was haben wir denn hier? Gehen wir mal dahin. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. So, nee. Ach. Ich muss mich erst wieder in die Tasten reinfuchsen hier. Ist das denn jetzt so wie Final Fantasy oder irgendwas, wo hier irgendwelche Gegner kommen, oder? Yep, es ist so. Coole Sache. Okay. Und... Oh. Die Ente. Na, es sieht langsam schon durch. Wieso läuft er nicht? Ach so. Oh, ich muss ja wieder mit Analogstick. Ach Quatsch, mit Kreuz, Steuerkreuz, Mensch. Ich versuche die ganze Zeit mit Analogstick zu machen. Okay, was haben wir denn hier? So. Die. Soll den angreifen. Die soll den angreifen. Und greift an. Action. Und du auch noch. Zack. Oh, der Hase greift mich an. Okay, 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 okay. So. Und jetzt ist er platt. Oh, das ist auch richtig schön Retro. Ja, ich weiß, dem einen oder anderen mag es wieder nicht gefallen, weil es Retro ist.
Aber den einen oder anderen wiederum gefällt bestimmt sowas. Weil ich kenne viele, die gerne auch mal ein Retro-Spiel spielen. Achso, ja, wieder mit Steuerkreuz. Ich komm. Also, das ist. Das wäre schon. Das wäre schon was, wo ich sagen würde, boah, nee. Also da muss man sich ewig an die Steuerung. Also bei mir ist es so, ich muss mich ewig an die Steuerung gewöhnen. Also das ist jetzt nicht so ein Spiel, wo ich sage, das spiele ich jetzt mal so zwischendurch. Das wäre. Muss ich lang hier lang? Oder? Hoffe ich doch. Das ist so ein Spiel, wo ich sagen würde jetzt. Wo geht's denn hier lang? Oh, Entschuldigung, Leute. Oh. Das ist so ein Spiel, wo ich sage, Mensch, das spiele ich. Oh, dann bleibe ich aber auch dabei und spiele nur das, dass ich halt dann in die Steuerung reinkomme. Weil wenn ich jetzt PlayStation 3 oder PlayStation 4 spiele, ich würde da sofort wieder aus die Steuerung rauskommen. Und. Ja, doch, hier lang, glaube ich. Wartet mal kurz, Leute. Ich muss mal kurz schnaufen. Ist zwar jetzt doof, aber. Nase ist halt zu, ey. Das nervt mich. Bei dem Wetter und ich habe eine zuge Nase, ey. Ist ja richtig ganz große Kino. Oh, hier ist einer. Kommt die mit jetzt oder was? Wir gehen wieder runter. Ja, okay. Also das wäre jetzt so was, wo ich sage, da komme ich zu schnell raus aus der Steuerung. Also das wäre jetzt nicht, was ich jetzt zwischendurch spiele, wie gesagt. Wenn ich spiele, dann würde ich mich dann komplett auf dieses Spiel konzentrieren und das erstmal eine Weile suchten, dass ich da dann halt nicht rauskomme. Die Steuerung ist jetzt nicht so meins, also. Aber finde ich halt, auf eine Art ist es aber auch gut, dass sie so gelassen haben, wie es ist. Dass sie da nicht irgendwie neue Steuerung, neue, wie sie was eingebaut haben, dass es wirklich eine schöne Kopie von damals ist. Aber halt jetzt auf PS3 für die Freunde von Zoe Coden. Aber wir haben ja schon ein bisschen was gesehen vom Spiel, würde ich sagen. Ist ja auch schon mal toll. Aber ich werde hier, das schaffe ich hier eine Stunde mit euch. Tut mir leid, aber... Aha, okay. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Mal hier hin. Ja, drückt doch X hier. Bist du doof? Aha, okay. Ich muss dann halt einzeln machen, oder was? Ich muss das Gebiet jetzt hier durchrennen. Ich kann nicht einfach zum nächsten Gebiet. Aha. Okay. Wieso läuft er nicht? Achso, ja. Steuerkreuz, nicht analog. Mein Mikrofon wieder zurechtzumachen. So. Ach, da kommen schon wieder Gegner. Oh, greifen wir mal an hier. Yippie-ka-yay, Schweinebacke.
Oh, schon vernichtet? Die wären ja mal besser. Achso, ja, Steuerkreuz. Okay. Ich würde sagen, wir machen uns hier gleich zum nächsten Gebiet und dann... Das ist jetzt nichts, was ich jetzt auf Dauer spielen kann. Momentan gerade. Weil mich die Steuerung ein bisschen abfuckt gerade. Aber ich denke mal, den einen oder anderen von euch wird die Steuerung gefallen, weil es halt so wie PlayStation 2 Zeiten ist. Ich weiß ja nicht, ob ihr da auch so... Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da so seid wie ich, dass ihr euch an die neue Steuerung zu sehr gewöhnt habt, dass ihr da immer durcheinander kommt, weil... Entweder bin nur ich so bescheuert, dass ich hier andauernd jetzt... wieder Steuerkreuz, Mensch! Dass ich hier andauernd den Analogstick nehmen will und mir das... Keine Ahnung. Oder ob das anderen auch so geht. Also das würde mich echt mal interessieren, ob euch das auch so geht. Oder ob ihr sagt, ja, wenn er... Ich brauche nur kurz 5 Minuten spielen und dann habe ich mich darin gefuchst und dann passiert mir sowas auch nicht. Ach, Steuerkreuz. Oh, da hängt was Blaues. Was ist denn das? Das will ich haben. Was ist denn das? Was, schon besiegt? Ging ja schnell. Das ist nur ein Save, das ist nur ein Save Point, so ein blauer Kristall oder so. Okay. Na, dann machen wir uns vom Acker. Und da kommen nochmal welche. Und yippie Schweinebacke. Oh, von hinten kam er. Die Sau. Aber die Ente hat mich hier recht. Ah, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's dran. Jetzt habe ich's automatisch gemacht. Yippie-ki-yay. Hat er den Hasen? Ja. Mit ihm mal abgeräumt. Auch nicht schlecht. So. Jo, würde ich aber jetzt sagen, das reicht jetzt auch für mich erstmal. Und ja, dann würde ich jetzt mal so meine Bewertung oder mein Fazit machen. Also ich finde, es ist ein schönes PlayStation 2 Spiel gewesen, was jetzt für die Fans wieder aufgelebt wird, also nochmal Neuauflage für PS3 zum Download im PSN Store. Aber so, die Steuerung fuckt mich jetzt ein bisschen ab. Die Fans der Serie die werden das wahrscheinlich lieben. Könnt ihr mir gerne unter die Kommentare schreiben, ob ich jetzt nur ich so doof bin und mir die Tastenkombination nicht merken kann, weil die PS3, PS4 Zeit so bei mir drin ist, dass ich alles mit Analogstick machen will. Oder kann man das vielleicht so ja einstellen? Muss ich mal gucken. Wartet mal. Das machen wir jetzt einfach nochmal. Gucken wir nochmal nach. Meine ich irgendwo auch Einstellungen? Nee. Das jetzt mal auf Walk gestellt. Nee, auch nicht. Nee. Achso, da kann ich die Karte nur.
Nee, also die Steuerung, ich komme mit der Steuerung nicht klar, aber so schlecht, muss ich sagen, ist die PlayStation 2-Grafik gar nicht gewesen. Und ich glaube, die haben es vielleicht so ja ein bisschen aufgehübscht nochmal für die PS3. Ich bin mir nicht sicher. Oder die PS3 kann damit besser arbeiten, dass es dadurch ein bisschen besser aussieht. Ich kann mich auch irren. Aber wie gesagt, die Steuerung fuckt mich ein bisschen ab. Also wenn ich das spiele, dann müsste ich das jetzt wirklich über mehrere Tage spielen, bis ich durch bin. Weil wenn ich jetzt das spiele und dann auf der PS3 irgendein anderes Spiel oder auf der PS4 irgendein anderes Spiel, Metal Gear Solid oder was weiß ich, dann habe ich ja wieder die Analogsticks benutzt, dann habe ich wieder das Problem, wenn ich das spiele, mich rinzufuchsen, dass ich mit Steuerkreuz, und da habe ich momentan gerade tierste Probleme mit. Aber nichtsdestotrotz ist ein schönes Spiel. Ich habe so eine Spiele hab ich früher echt gerne gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich so Ikonen auch gespielt habe. Ich bin fast sicher, aber ich weiß es nicht mehr genau. Schön rumlaufen, so die Gebiete erkunden, ein bisschen rummetzeln, so dann den Charakter aufwerten und so. Ist ein schönes Spiel, ja. Also für die Fans der Serie auf jeden Fall. Für mich jetzt gerade im jetzigen Augenblick nicht, aber es hat auch Spaß gemacht. Ich bin nur ein bisschen abgefuckt von der Steuerung. Aber sonst hat es mir Spaß gemacht. Und halt, dass es Englisch ist. Ich kann kein Englisch und da ist es dann halt sehr von Nachteil. Aber trotzdem, ein schönes Spiel. Für Fans auf jeden Fall, denke ich mal. Für mich jetzt gerade im Augenblick überhaupt nicht mein Ding, weil, wie gesagt, Steuerung. Aber so hat es mir auch schon ein bisschen Spaß bereitet. Ich werde mal gucken. Vielleicht muss ich mal gucken. Ich werde es über die Tage jetzt nochmal versuchen, in die Steuerung wieder hinzukommen. Und dass ich da vielleicht was flüssiges hinkriege. Und nicht immer automatisch den Analogstick. Und vielleicht mache ich dann später nochmal ein Video. Ich weiß es nicht. Schreibt mir doch bitte in die Videobeschreibung könnt ihr ja nicht schreiben, da kann ja nur ich schreiben. Aber schreibt doch unten drunter doch bitte Kommentare, ob das für euch was wäre, so ein Spiel. Ob PS2 auf PS3 überhaupt euer Ding ist. Oder ob er sagt, jetzt wo PS4 da ist, pff, scheiß was drauf. Oder ja, geil, ich spiele doch ab und zu ja mal ein Retro-Spiel. Und mit der Steuerung, wie es bei euch ist, ob ihr da schnell rinfuchst euch oder ob ihr da genauso dusselig seid wie Icke, der andauernd mit Analogstick machen will. Aber nichtsdestotrotz wartet jetzt für heute. Ich hoffe, hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.